Partikel zu seinem, zu dem Jetpack hinzufügen. Ich könnte einen bunten Partikel auf meinem Jetpack drauf machen. Okay. Bräuchte ich nur Farbstoff. Rot, blau und Lime. Also hellgrün. Ich hab doch irgendwo. Wollte ich nochmal. Brauchst du Farbstoff, hast du gesagt. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte irgendwas anderes. Oh. Bin ja auf diese Flux-Infused Rüstung aus, ne? Ist ja genauso gut wie die. Wie heißt nochmal? Nano? Nein, nicht die Nano, die höhere von Nano. Quantum-Rüstung, das ist genauso. Ja. Die Flux-Infused ist genauso gut wie die Ja, Quantum-Rüstung. die Flux, die wollen wir als nächstes anstreben. Wie viele Diamanten braucht man denn nochmal? Fast ein Stack, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall eine Menge, ja. Also ich habe dafür fast die ganzen Diamanten. So, mal das Jetpack wieder aufladen. Das geht ja schnell. Mit meinen 4 Millionen RF, die ich gespeichert habe. Müsste ich mir auch mal einen größeren Speicher zulegen. Oh, da muss man mal schlafen gehen, gerade. Wie ich hier unter der Kiste, unter der Workbench schlafe. So einen halben Block. Ja, gut, dass du pennen gehst, dann muss ich das nicht machen. Ich habe fast einen kompletten Stack an Ilorium-Blöcke, ne? Okay. So. Okay, jetzt habe ich einen ganzen Stack an die Ilorium-Blöcke. Nether, Sulfur, Ich Iron. weiß gar nicht, woher ich das ganze, die ganze Ilorium habe. Ilorium. Ich habe noch 32 Kupferkabel und 5 Electronic Circuits von Industry Craft. Mal läuft. Ich habe zu viel gemacht. Ich vergesse die ganze Zeit, was ich machen wollte. Das kenne ich. Fackeln. Fackeln habe ich noch. Boah, wie kann man vergessen, dass man Fackeln machen soll? Nur ein Stück. Was habe ich denn da gemacht? Jetzt habe ich nur 8 Steine. Ich habe so viel Holz jetzt durch einen Minenschacht bekommen, den meine Quarry da ausgehoben hat. Wenn du Schneebälle brauchst, sag Bescheid, ne? Ich habe eine ganze Schneebälle sind immer Diamantkiste. cool. Ich habe eine ganze Diamantkiste voll. Okay, so viel brauche ich nicht. Die brauche ich nämlich für mein Kühlungsmittel. Ich habe ja mittlerweile 157 Eimer von dem Kühlungsmittel. Aber das reicht immer noch nicht. Hier oben auch mal ein paar Fackeln. Jetzt spawnen zwar nichts. Mal hier außen auch ein paar Fackeln. Na toll. Machen wir hier noch eben das Reaktor Dach guckt zu. leicht aus meinem Grundstück raus, weil ich es so abgesteckt habe. Ich benutze ja immer dein Portal, um wieder zurückzukommen. Oder in die Stadt zu kommen. Dann haben wir nicht so einen weiten Fußmarsch. Und da lande ich Geht immer bei dir das? in deinem Garten. Ja, das funktioniert. So. Hier unten das Ritual noch ausleuchten. Was ich noch nicht gemacht habe, muss ich auch noch mal craften, die Blöcke fürs Ritual, damit ich mir ein Bounce Word machen kann, was auch 12 Attack Damage macht. Ist ein Diamantschwert, was man mit einem Ritual machen muss. Okay. Kostet aber 50.000 Lebenspunkte, Okay. die ich vorher ansammeln muss in meinem Netzwerk. Bist du schon bei mir? Nee, nee. War noch ein bisschen. Muss hier unten auch mal ausleuchten. Der letzte hat hier unten, war hier unten nämlich eine Hexe.
So, mal Bei eben dir? das hier unten drunter, unter meinem Grundstück, weil ich da was ausgehoben habe. Okay. So, dann. Ich habe ja jetzt genug Marmor, da kann ich ja mein Grundstück mit Marmor versehen. Das mache ich später. Ja, das kann ich auch nur später machen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Moment. Jetzt ist es richtig. Das war jetzt ein bisschen seltsam gerade. Ich habe zwei Türen Okay. hingebaut und die gingen beide zur gleichen Seite auf. Sah ein bisschen komisch aus. Okay. Ist auch nicht normal. Nee, nicht wirklich. So, ich mache erstmal 4 Stacks Marmor. Jetzt muss ich mal mein Chisel-Werkzeug finden. Okay. Bisschen Erde weg. Ich habe fast 32 von diesen anderen Dimlets, aber damit kann ich noch nichts machen, weil ich noch nicht genug Strom produziere. Okay. Da ist es ja. So, zack. Das da rein. Das brauchte ich. So, jetzt brauche ich Zäune. Soll. Ich habe mir auch einen Schankloder gebastelt, ne? Muss nur aufpassen, wo du hinstellst, ne? Ich habe den genau in mein Grundstück oben gestellt. Den kann ja keiner verwenden, außer ich. Habe ich nämlich getestet bei Flipside sagen. Okay. Ich glaube, der hat den sogar auf Maximalgröße, dann bräuchte ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem, falls er den mal kleiner macht. Mach gerade meinen Garten mit Marmor. Boden. Warum nicht, warum? Ich habe doch genug davon. Mama ist auf jeden Fall cool. Ja, ich habe das mit Chisel gemacht. Mit dem Mod. So ein schönes Muster drauf gemacht. Könnt ihr auch eigentlich gebrauchen. Boah, was gibt's mir denn für Marmor? Na, jetzt noch nicht, später mal. Ich weiß ja, wo eine gute Marmorquelle ist. Ja, durch meine Quarry habe ich nämlich jede Menge davon. Echt noch mal. Gibt's doch gar nicht. So, gucken wir mal. Was brauchen wir denn noch? Ach ja. Mein Wecker, Moment. Kannst du auch nicht den Wecker anlassen. So. Teilen wir das auch mal schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Zaun fertig. Da bin ich wieder. Ja, Habe ich sehr nämlich gut. gerade gefragt, woher kommt denn das Vogelgezwitscher? Ist so Musik mit Vogelgezwitscher und so. Ich glaube, da würde ich sogar noch mal wieder einschlafen. Ich habe meinen Kessel Was? jetzt nach draußen verfrachtet. Gut. Auf einer großen Obsidianfläche. Okay. Oh, sieht schick aus. Hat was. Deswegen brauchtest du das Obsidian. Genau. Und du siehst ja gleich meinen Garten mit Marmor. Jetzt machen wir den auf der anderen Seite Mein noch. Blutaltar wird ja noch
in ein extra Gebäude verfrachtet, weil das wird nochmal doppelt so groß. Okay. So, jetzt brauche ich Holz. Yay, ich habe kein Marmor mehr. Ich brauche Holz. Holz, wo ist Holz? Ja. Hier ist Holz. Sieht ja schön aus. Was bringt denn das denn? Hier ist doch eh alles gesperrt. Warum posten wir denn so eine Scheiße? Von demjenigen, der gekickt war, ne? Der war ja gestern im TS noch. Echt? Der war noch im TS? Und? Was sagt er? Ja. Hey, warum bin ich denn jetzt gebannt? Weiß das einer? Keiner hat was gesagt. Dass er sich das noch gefragt hat, Homer? Ist ja witzig. So, 2, 3, 4. Was man alles hier aus Marmor herstellen kann, sogar mit Creeper-Gesicht drin. Das mache ich in der Wand rein. Aber es musste doch gemerkt haben, dass er gebannt wurde. Wenn ich 2 lange Kisten übereinander stapel, kann ich die untere dann noch öffnen? Ja. So mache ich das immer, um Platz zu sparen. Und schöner sieht's aus, wenn man Treppen unten drunter macht. Treppen unten drunter? Ja, dann kannst du die nächste Kiste auf die Treppe machen und dann nochmal Treppen oben drüber. Okay. Das ist schönes Design, aber nimmt aber auch wieder Platz weg. Na ja, klar. So, mal gucken. Dann wär's mir hier. So mache ich nämlich immer meine Lagerhäuser. Ich mach mal, glaube ich, auf dem Grundstück selber auch nochmal ein Lagerhaus. Unterirdisch in dem Design, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Damit ich weiß, wo was ist. Und dann immer mit Saves. Für die wertvollen Sachen jetzt. Ich sollte vielleicht auch mal Fenster einbauen, meinst du nicht auch? Ich sollte vielleicht mal Fenster einbauen. Bei dir? Ja. Jetzt kommen gleich die ganzen Creeper da rein. Das wollen wir nicht. Bei mir kommen sie sind sie andauernd durch den Garten gekommen. Ich habe jetzt deswegen auf der an der Stelle ausgeleuchtet. Mist, verdammt, ich hab nichts zum... um Fenstergläser zu machen. Ich habe keinen Sand mehr. Ich habe ein paar Stacks Sand noch, wenn du haben möchtest. Ich guck gerade bei mir. Ich müsste ja irgendwo noch Sand haben eigentlich. Ich kann dir 2 Stacks Sand oder 2 Stacks Glas anbieten. Ich kann ja Soulful Cloud dazwischen packen. Als Fensterglas. Was möchtest du haben? 2 Stacks Glas oder 2 Stacks Sand? Ja, ich habe ja direkt bei mir ein Pool. Ich habe ja direkt bei mir hier einen Pool. Mit Sand. Also direkt hier einen Fluss. Ich kann dir auch eine Koordinate geben, wo eine Wüste ist. Das ist mir zu weit. Die ist nur 1400 Blöcke entfernt. Was geht denn noch? Oh, und ich hab's schon wieder so ein scheiß Poster. Und ich bin da letztes Mal vorbeigelaufen an der Wüste. So langsam gehen die Leute mir auf den Sack. Wieso können die denn überhaupt hier rein? Das sind Bots. Naja, ich weiß, aber was bringt denn das denn? Die werden doch sowieso alle gelöscht. Keine Ahnung. Da fragst du einen Falschen. Vor allen Dingen, dass das, dass die da nichts gegen tun, das wundert mich. Für uns ist es verboten, aber ja, ne? Bannen tun sie die nicht. Nö, ne, warum auch? Oh Mann. Wie kann ich denn ein Schild an eine Kiste dranbringen? Ihr habt doch überall diese Schilder an den Kisten. Shift. Also wir knien. Ah, okay. Ist ja doof. Jetzt kann ich die nur auf einer Seite machen. Egal. Wie kann ich...